Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Map Tactics Video und wie immer oben rechts die Infokarte, dort findet ihr die Playlist mit allen weiteren Teilen und auch ein Einleitungsvideo so mit ein paar Informationen zu dieser Serie. Außerdem der Hinweis, dass es sich um eine Einsteigerserie handelt. Wir werden also nur Standardpanzer, Standardgefechte und Standardpositionen besprechen, wobei ich natürlich immer versuche darauf einzugehen, wann man denn davon abweichen sollte. Und auch ihr könnt hier mitmachen, einfach unten in die Kommentare schreiben, welche Karte ihr als nächstes sehen wollt und vielleicht ist ja was dabei. Oder ihr guckt mal auch über die Infokarte, da gibt es eine Abstimmung und da stehen immer ein paar Maps zur Auswahl. Okay, dann gucken wir uns heute Bergpass an. Das ist der Kollege, ja, da lang. Ja, kein Problem. Gut, ich glaube, wir gucken uns heute Bergpass an. Eine sehr schöne Karte, die ist schon ein bisschen älter und hat wieder so eine klassische diagonale Teilung. Unsere Basis ist oben links, Gegnerbasis unten rechts und es führt so ein Tal diagonal durch und man kann so sagen, so, das ist unser Teil und alles, was da unten ist, das gehört dem Gegner und wenn man irgendwo über diese Linie drüber weg ist, dann hat man die Kontrolle gewonnen, ja, dann hat man diese Seite schon fast gewonnen. Ja, nicht unbedingt. Es gibt vier, sagen wir mal, zwei Hauptwege, zwei Nebenwege und die Hauptwege sind einmal obenrum über den Gletscher, Gletscher runter und dann hinten und auf dieser Seite in die Basis und der andere Hauptweg, das ist auf der linken Seite hier entlang an dieser Öffnung vorbei. Man kann natürlich kurz stehen bleiben, kommen wir gleich zu, aber ansonsten dran vorbei, unten rum und dann hier so den direkten Weg in die Basis. Die beiden Nebenwege sind einmal über die Brücke und einmal hier das Tal runter und hier drüben wieder hoch. Für den Anfang sind diese beiden Wege eher so passiv, ja, dass man so sagt, so, ja, ich fahre mal hin und guck und kann vielleicht so ein bisschen was snipen hier drüben. Aber ansonsten sind die Hauptwege wirklich oben lang und unten lang. Heute gehe ich entsprechend wieder diese Wege ab, ja, und nicht nach Panzerklasse, sondern mache eben erstmal den Norden. Ja, also wer als Heavy gespawnt ist und sich sagt, ich gehe heute mal in den Norden, weil mir das gefällt, dann fahre ich hier lang und gucke vielleicht erstmal in dieser Position, je nachdem wie schnell man ist. Ja, man bleibt hier oben an dieser Kante stehen. Die Gegner-Heavies, die gekommen sind, die werden vielleicht hier stehen. Mediums fahren möglicherweise auch hier lang, aber eher selten. Es werden eher Heavies und Panzerjäger sein, die man hier oben trifft. Und dann ist eben die Frage, ob man die von dieser Position aus schon bekämpfen will. Ob man hier so hoch und runter schießen will. Hat man einen negativen Richtwinkel als Heavy, ist es ganz okay. Kann man weiter hinten stehen und eben so nur den Turm zeigen und die Leute, die hier unten um die Ecke gucken, beschießen. Die Position ist aber nicht ganz einfach. Denn die gegnerische Hardy, die vielleicht ein bisschen weiter nach vorne fährt und auf diesen Wall fährt, wer die Position kennt, macht es sehr gerne und kann dann nämlich genau dort reinschießen und zwar ziemlich weit hinter, also gar nicht mal hier, sondern auch noch hier hin und so weiter. Also da wird man sehr gerne von der Hardy beschossen. Deswegen ist es schon ganz gut, da schnell runterzufahren, wenn man ein bisschen schnellerer Heavy ist und vielleicht den Kampf nach hier unten zu verlagern. Und hier gibt es eine gefährliche Position, das ist sozusagen hier. Hier ist nochmal so eine Anhöhe und man fährt dahinter lang. Aber da ist auf jeden Fall der Turm und möglicherweise sogar die Seite zu sehen und zwar aus der Richtung, ja, also dieses Tal entlang. Wer hier unten steht, ja, also wenn das Gegnerteam hier lang gefahren ist und ganz schnell hatte, hier auf der Seite steht schon jemand. Und wenn er ganz am Rand steht, dann reicht es gerade so von der Ränderreichweite, um die Leute hier hinten zu beschießen. Ja, also an der Stelle muss man aufpassen und eben möglichst schnell rumdrücken und eben an dieser Kante dran vorbei. Und wenn man das geschafft hat, dann kann man eben den Kampf vielleicht hier an diesem Bereich verlegen. Und dann ist schon nicht schlecht. Also hat man den Gegner schon ordentlich unter Druck gesetzt. Da kommt dann auch die Arti nicht ran und so, dass man einigermaßen safe. Was noch passieren kann, wenn man einmal rumgefahren ist, ist, dass ein Gegner, der die Brücke bewacht hat, ja, also wenn unser Team nicht auf der Brücke steht oder eben den Weg hier nicht bewacht, ja, dann kann der hier einfach runterfahren und eben sozusagen uns in den Rücken fallen. Wird auch gerne gemacht und vielleicht zeige ich das in einem Beispiel nachher. Ich glaube, ich habe das neulich gemacht. Ja, ansonsten dann hier hinten, wenn man rum ist, steht vielleicht da noch ein Panzerjäger, der das irgendwie hier verteidigen will. Manche Panzerjäger bleiben ihm sehr gerne hinten stehen. Ne? Die stehen eigentlich hier und wollen in die Richtung irgendwas machen und verteidigen. So, die fahren dann halt nach da runter und stellen sich hier in den Weg. Die Arti steht halt da und spottet und kann dann hier drauf schießen. Manchmal steht auch ein Panzerjäger noch hier oben. Dieser kleine Bergkamm hier hinten, der ist ziemlich gut. Ja? Das ist, der ist nicht nur so, ja, sondern der ist auch so. Und da kann man wirklich starke Positionen einnehmen, um das hier zu verteidigen. Ich würde sogar sagen,
so stark, dass der Gegner nicht weiterkommt, ja, dass er nicht fahren kann. Einfach, ja, weil der ist langsam, der muss hier rum, da kriegt man 2, 3 Schüsse rein und die können nichts machen. Ja. Da kann man seine Unterwanne verstecken und so, also das ist wirklich eine starke Verteidigungsposition. Als Medium im Norden geht natürlich auch. Man ist schneller als die Heavys und möglicherweise wird man als Medium nicht hier oben stehen bleiben, ja, sondern wirklich runterkommen und den Kampf eben gleich hier an diese Ecke verlagern. Will man das, ist die Frage. Also muss man wieder sehen, wie ist das Gegnerteam zusammengesetzt und was erwartet man da oben? Ja, sind viele Heavys im Gegnerteam und fahren die da lang oder schwer zu knackende Panzerjäger? Dann will man das als Medium vielleicht nicht machen. Aber wenn nicht, ja, wenn leichte Panzerjäger dabei sind, also eben so Rheinmetall und sowas, ja, weiß man nicht, ob der da lang fährt. Der wird sich vielleicht auch eher eine Position hier suchen. Aber ja, dann kann man es eben versuchen und versuchen, ihn hier wirklich rumzudrücken. Und es geht auch oft genug gut. Also das kann man dann schon machen. Panzerjäger im Norden würde ich wie ein Heavy einschätzen. Also auch an der Stelle gucken, stehen bleiben. Ja, das hat man schon oft genug gesehen. Jagdpanzer auf E100 haben wir nicht. Ja, wir machen ja für den Anfänger, was hat man da? Die Briten, ja. so ein AT5, AT7 oder sowas in der Art. Der kann halt auch hier stehen bleiben und sich so dann so langsam runterarbeiten. Aber Panzerjäger sind vielleicht auch in den anderen Bereichen ein bisschen besser aufgehoben als da oben. Leichte Panzer müssen oben nicht lang fahren. Es gab mal einen Punkt, wo man hier klettern konnte. Ja, man ist hier hochgefahren, konnte dann von hier oben hier runterwirken, auf die da hinten so ein bisschen helfen. Aber das geht nicht mehr. Ich glaube, man kommt da nicht mehr hoch. Vielleicht mit Anschieben, aber da braucht man im Random-Gefecht einfach nicht drauf warten, dass einem da jemand schiebt. Also leichte Panzer im Norden sind Quatsch. Na, dann gucken wir uns jetzt den mittleren Bereich an. Ich fange wieder mit dem Heavy an, ja, wenn man als Heavy in die Mitte fahren will. Vielleicht, wenn man nicht Top-Tier ist, ja, sondern so Low-Tier, Mid-Tier irgendwie, kann man auch sagen, ja, ich muss jetzt nicht in der ersten Reihe stehen, sondern ich fahre mal hier hin und bewache einfach die Brücke. Ja, man kann sich hier hinstellen an so einen Stein und mal rüberschauen, sehen, ob jemand diese Öffnung hier passiert. Ne? Hier stehen ja so ein paar Steine, wo sich jemand gerne hinterstellt, aber einmal muss er halt rüber. Vielleicht kann man da schon wirken, ja, oder wenn hier einer um die Kurve rumfährt und so, das kann man von hier aus schon ganz gut. Selber hat man eben eine harte Deckung, wenn man ein bisschen sidescrapen kann an diesem Stein, dann ist es ziemlich gut. Ja. Rüberfahren würde ich an der Stelle oder eben am Anfang noch nicht, sondern wirklich nur an die Position zum Sichern. So, das ist schon ganz in Ordnung. Ansonsten kann man halt, wenn man eher in den Süden fahren will, hier außen lang, hier ist nochmal ein Stein, wo man sich hinterstellen kann, wo man möglicherweise was snipen kann, wenn man eine entsprechende Kanone hat. Der Gegner fährt ja hier rum, ja, und wer den direkten Weg hier nimmt, ja, der wird sicherlich auch gespottet von uns und kann auch beschossen werden. Ja. Wer vorsichtig ist und ganz außen rum fährt, da wird es schwieriger, aber die meisten Leute sind auch unvorsichtig und da kommt man dann von hier aus ganz gut ran. Aber Obacht, ja, an der Stelle steht halt ein leichter Panzer, hier steht ein Panzerjäger, die schießen auch hier rüber und passen auf, dass man eben genau das nicht macht. Manchmal fährt der leichte Panzer auch rüber und kommt hier hoch, ja, dann macht er alles Mögliche auf, was hier steht. Und so, dann hat man es schon relativ schwierig und ich würde mich da nicht zu lange aufhalten wollen an der Stelle, sondern eher, also wenn dann kurz stehen bleiben, gucken, ob was kommt, ja, haben wir einen Scout hier vorne, dann macht er was auf und dann schießt man mal und dann geht es aber weiter hier runter und ja, zu dem, wo man eigentlich hin will. Also die Mitte für ein Heavy muss nicht sein, weil selbst wenn man hier bleibt, was soll man denn machen? Ja, also über die Brücke fahren ist ja in Ordnung, aber hier lang, so langsam, so schnell runter, aber hier wieder langsam hoch und so weiter, weiß ich nicht. Ja, würde ich eher mit dem Medium noch machen, aber nicht unbedingt mit dem Heavy. Gucken wir uns die Mediums an, was können die machen? Hier irgendwie stehen und bewachen ist Quatsch, ja? Aber sie können von der Position natürlich auch, wer schnell ist, weiterfahren. Über die Brücke, gleich am Anfang des Gefechts natürlich, und hier den Kletterspot nutzen. Ich kenne ihn persönlich nicht genau. Ich weiß nicht exakt, wo es hochgeht, aber ich habe es schon gesehen, dass es ein Medium schafft, also Cromwell oder sowas, kommt da hoch und kann dann hier oben das Plateau nutzen und befahren. Jeder Medium, der ein bisschen langsamer ist, schafft es vielleicht nicht. Also da würde ich sagen, ja, eher so die Heavy Line fahren und hier unten arbeiten. Aber ein leichter Panzer, der hat vielleicht auch eine ganz gute Chance, hier oben Verwirrung zu stiften. Also auch schon oft erlebt, ein kleiner ELC oder sowas, ja, der wirklich schnell ist und leicht, der springt hier irgendwie hoch und den kriegt man da oben auch nicht weg. Die Auffahrt von der Gegnerseite, ja, man konnte ja früher hier mit Anlauf hoch,
dann konnte man mal hier hoch, ja, und hier so irgendwie Bergziege hochsteigen. Ist mir nicht gelungen. Habe ich öfter jetzt schon probiert, geht nicht mehr. Ja. Aber von der anderen Seite kommt man hoch und wenn dann da oben ist und die Deckung nutzt, kriegt man den da auch nicht weg. Und er lenkt den Gegner so ab, dass es eine echt gute Position ist, wenn man die kennt und weiß, ja, ich schaffe das, dann würde ich ja immer hingehen. Ja. Also die ist echt gut. Ansonsten ein leichter Panzer, ein klassischer Punkt, ja, ist hier vorne dieser Stein mit einem Busch, aber der ist schon so klassisch, dass der Gegner blind da reinschießt. Ja, da schießt die Arti rein, da schießt der Gegner von hier rein, eigentlich von hier, ja, aber von hier hinten auch, ja, so auf dem Weg. Also genau das, was wir machen, ja, wenn wir hier fahren und hier kurz anhalten und mal rüber snipen, so, das machen die auch. Die bleiben hier stehen, schießen einmal blind in den Punkt und dann kriegt man da Schaden und so weiter. Und auch relativ weit. Ne? Also selbst wenn man hier dann sagt, oh je, ich muss wieder weg und so, man fährt hier rückwärts an der Wand lang, in der Deckung und so weiter, dann schießt er nochmal genau auf denselben Punkt. Ja, man kommt da ganz schwer weg. Also ist auch eine gefährliche Stelle. Also nicht mein Favorit im leichten Panzer. Ne? Also immer wenn ich es mache, ich gehe auf. Ja? Also entweder durch die Leute hier oder da und werde dann da auch beschossen. Also sehr, sehr ungünstig irgendwie. Also als leichter Panzer ist schwierig. Ne? Also man, vielleicht kurz hinfahren, gucken, den Spot sammeln, gleich wieder weg, nicht beschossen werden, also nicht beschießen lassen und ansonsten vielleicht mit den anderen mitfahren. Als Panzerjäger in der Mitte kann man die Rolle auch des Sicherns übernehmen, hier an der Brücke, das ist eine Möglichkeit. Ansonsten würde ich genau das Gleiche sagen wie bei den anderen. Ja? Also hier kurz stehen bleiben, mal rüberschießen und dann weiterfahren. Und je nachdem, wie sich das entwickelt, ja, wenn man merkt, okay, die sind hier stark, die kommen hier hoch, vielleicht ist hier auch ein Medium, der hier lang fährt oder so, dann bleibt man halt stehen. Ja, wenn der Medium hier lang fährt, um die hier zu flankieren, wenn wir hier vorgefahren sind oder so, dann geht man halt den direkten Weg dem hinterher oder so. Das so aus der Mitte heraus. Aber ansonsten würde ich auch mit dem Jagdpanzer eher weiter runterfahren. Was keinen Sinn macht, ist die Position hier oben, sieht man auch häufig. Ja, so Jagdpanzer fährt gleich hier an die Stelle und will von hier oben was snipen. Aber die Ränderreichweite geht nicht bis hier irgendwie. Also das ist schwierig, von hier am Anfang des Gefechts was zu machen. Für eine spätere Situation ist es schon ziemlich gut. Das ist eine starke Position. Ja? Also wer als Jagdpanzer sich vielleicht entschieden hat, hier hinzufahren und hier das Gegnerteam dem Gegner entgegenzutreten und dann kommt da keiner oder man, ja, also bleiben wir mal dabei, es kommt keiner. Die Heavies und Mates oder so, die vielleicht hier, die sind schon da und hier unten und so weiter und man denkt sich, oh, ich bin zu langsam, ja, will da nicht mitfahren, dann fährt man halt zurück und verteidigt hier. Ja, weil wenn der Gegner hier nicht ist, ist er ja logischerweise auf der anderen Seite, ja, und drückt hier vielleicht schon rum und dann ist es dann ganz okay, ja, also sich hier hinzustellen und in die Richtung zu wirken. Man kann von hier aus auch die Brücke lang wirken und da hinten rein. Aber hat man da wirklich am Anfang des Gefechts schon gute Schussmöglichkeiten? Ist man da sinnvoll? Also kann man sich da sinnvoll ins Gefecht einbringen? Möglicherweise nicht. Ja. Aber gehen tut's. Und es ist auch ein schöner Spot für die Arti. Dann sind wir jetzt bei der Arti. Die hat von hier aus die Möglichkeit, auch da reinzuschießen und eben Sachen, Bereiche zu bewirken, ja, zu erreichen, wo es von hier unten oder von hier oben nicht geht. Ja, weil immer noch dieser Berg hier im Weg ist. Da kommt die nicht drüber, aber wenn man hier steht, geht es natürlich. Ja, dann kommt man auch in die Richtung und hier, naja, vielleicht da hinten hin, aber das ist dann auch wieder was für später. Man muss sich ja überlegen, wo man am Anfang wirken kann als Arti. Ja, und das ist halt dann hier so rein und da müsste man hin. Oder hier hin. Aber dann müsste man wiederum ganz hier hinten stehen. So, irgendwie, um gerade so über den Berg zu kommen. Oder man fährt ein bisschen vor, versucht es hier lang. Ja, ist das ein guter Winkel so? Weiß ich nicht, müssen wir nochmal ausprobieren. Okay, dann kommen wir jetzt zum Süden. Ich finde, der Süden ist so ziemlich die Schlüsselstelle. Ja, das hier oben ist, kann man noch verteidigen. Das geht relativ langsam, wenn der Gegner oben hochkommt. Dann kommt man von hier noch zurück, um die Basis zu verteidigen. Deswegen, der Süden ist wichtig. Ja. Als Heavy, schon angesprochen, hier mal kurz gucken. Vielleicht kann man da was machen. Man kann aber auch gleich weiterfahren und sagen, nee, ich lass die da links liegen und fahr gleich hier unten an die Position. Und guck, was hier geht. Ja. Der Gegner, wie gesagt, der kommt ja hier hin und verteilt sich entsprechend. Da muss man drauf reagieren und gucken, was man hier unten macht. Ja. Und das gilt ja auch für alle anderen Panzerklassen. Also die Mediums, die Panzerjäger,
Kommen alle hier runter und an der Stelle muss man sich dann entsprechend seiner Ausrüstung verhalten. Ja, da muss man halt sehen, ist man ein bisschen schneller, kann man vielleicht schon nach vorne fahren, hat man einen negativen Richtwinkel, einen starken Turm, kann man vielleicht auf diese kleine Anhöhe hier fahren, das ist ja auch nochmal ein Stein, den man als Deckung nutzen kann und dann guckt man dran vorbei. Oder wenn man generell eine starke Panzerung hat, also auch die Wandpanzerung stark ist, braucht man da nicht unbedingt hochfahren. Oder wenn man keinen Richtwinkel hat, keinen negativen, dann bleibt man halt an der Wand und fährt so nach vorne. Und das ist halt hier so diese Brawler-Ecke, ja, wo sich die Panzer wirklich dicht gegenüberstehen und immer so ein bisschen vorfahren und so weiter. Und da kann man dann als Heavy schon eine ganze Menge machen. Als Medium würde ich sagen, fährt man eher auf der rechten Seite entlang. Ja, muss man gucken, ob hier unten ein Gegner ist. Vielleicht ein Panzerjäger, ein Medium, der auf diese Position gefahren ist. Heavys kann man da auch finden. Ne? Also hier ist so hügeliges Gelände, wo man auch als ein T29 richtig gut stehen kann. Wenn die das gemacht haben, muss man halt sehen, dass man die da rauskriegt. Ne? Und irgendwie auf der Seite als Medium fahren. Als Panzerjäger bleibt man vielleicht eher ein bisschen weiter hinten stehen. Ne? Bei uns ist ja genauso hügelig, das Gelände. Und man kann das ganz gut nutzen, um die Wanne zu verstecken, über den Turm zu arbeiten und so weiter. Also ich hatte hier an der Position auch schon so Panzer wie in Emil, Emil 2 und so. Kriegt man da nicht weg. Ja. Super starke Position mit den ganzen Hügeln und so weiter. Wenn da nur der Turm zu sehen ist, dann kann man da halt nichts machen. Aber andersrum ist es eben genauso. Ne? Also wenn hier ein T29 steht oder so, ganz schwer den da wegzubekommen. Also für mich am wichtigsten ist wirklich diese Ecke hier. Ja, der Gegner nistet sich da ein und den muss man da rauskriegen einfach. Ja, also diesen Punkt muss man für sich gewinnen, weil von hier aus eben ganz viel geht. Ne? Also wenn hier unten Action ist, der Gegner oben ist schon durch, ja, weil wir da zu wenig Leute haben oder Gegner war zu stark, dann kann man eben von dieser Position aus, wie schon ganz am Anfang besprochen, hier hochwirken. Ja? Wenn die Leute über die Brücke fahren, kann man die hier bekämpfen und kann halt runterfahren und dann entweder zur Verteidigung zurück in die Basis, ja, zum Flankieren hier lang. Ja, also um denen da in den Rücken zu fallen, die sich da gerade mühsam den Berg hochkämpfen. Oder man fällt halt den Leuten hier in den Rücken. Also wenn da keiner mehr ist, dann geht es halt hier hoch, ja, und dann bekämpft man halt die Leute von hinten. Und genauso macht man es dann eben auch auf der rechten Seite. Ne? Wenn es möglich war, ja, wenn man schnell genug ist und sich diese Position hier sichern konnte, ja, dann lenkt man die Leute schon ab. Ne? Also dann ist hier so der Schusswechsel. Unsere Leute können von hier reindrücken. Und die Leute, die hier hinten stehen, die können hier nicht hinwirken und die müssen aber Angst haben, ne, dass man dann rumkommt und denen hier in den Rücken fällt und so. Deswegen, ja, also diese Stelle hier unten, das ist wirklich die Schlüsselposition auf der Karte, ja, in meinen Augen. Und wenn man das dann gewonnen hat, also den Bereich, dann geht es natürlich wieder in alle Richtungen. Ne? Also hier lang, den Leuten hinterher über die Brücke, wenn man muss. Oder vielleicht steht da noch einer, der versucht, den Weg jetzt zur Basis zu verteidigen. Dann nimmt man den raus oder man geht halt in die Basis. Und dann muss man gucken, ob hier oben noch ein Panzerjäger steht oder eine Arti. Oder die Arti steht vielleicht auch mal ganz hinten in der Ecke und so. Das räumt man dann da einfach so weg. Nochmal ganz kurz zur Rolle der leichten Panzer im Süden. Die haben es natürlich hier schwierig. Die könnten zwar ganz schnell da sein, aber die können halt auch nicht wirklich viel machen, wenn sie ganz alleine sind und schnell nach vorne gefahren sind. Und mit den anderen, bis die Mediums da sind, steht man sich vielleicht im Weg. Also wenn man sich als leichter Panzer dazu entschieden hat, in der Mitte erstmal zu gucken, dann kann man vielleicht auch in diesem Bereich bleiben und den dominieren und sagen, okay, ich fahre immer mal hoch, ich gucke auf der Brücke, ich fahre wieder hier, wieder hoch und runter und wenn dann hier der leichte Panzer kommt, dann gehe ich den an und fahre hier runter und versuche eben dann irgendwann, wenn die hier unten so weit sind, den Gegner eben entsprechend unter Druck zu setzen und dann vorzustoßen und ja, eben aus der Mitte zu arbeiten. Ja, also hier unten in dieser engen Position, da mit dem Leichten auch noch hin und her zu tüdeln, so, naja, bringt halt nichts, also mir zumindest nicht. Also da bleibe ich lieber ein bisschen zurück und mache dann hinten raus aus der Mitte was. Okay, dann gucken wir uns doch ein Beispiel Gefecht an. Ich habe mein eigenes nicht mehr gefunden, beziehungsweise auf dem alten Rechner, deswegen habe ich wieder was runtergeladen. Und heute sehen wir Twardiban aus Polen im P29 und der fährt in den Norden. Da hat schon jemand gerufen, oh, hier, Hilfe und so weiter, du musst mit hier runterkommen. Es ist ein Tier 8 Gefecht, das ist ein Tier 7 Panzer, Tiger 2 fährt unten lang, KV 85, die fahren hier in den Süden. Die Mediums in der Mitte, M4 ist hier stehen geblieben, unser Scout ist drüben, aber leider unten, ne? Er ist nicht hochgefahren. Er steht irgendwie da unten, glaube ich. Ja, da.
Und ansonsten sind halt hier oben ein paar Leute. Er steht jetzt hier ganz alleine, ne? Der Rest ist oben stehen geblieben, wie ich das gemeint habe, dass man da erstmal gucken kann. Dann lässt man den Gegner halt rankommen. Aber er hier hat es eben nicht gemacht, sondern er ist runtergefahren und er hat jetzt hier mit den Leuten alleine zu tun, ne? Also die anderen, die können von da oben nicht helfen. Also in dem Fall sollte man dann nicht stehen bleiben, sondern mit ihm hier runterfahren und gemeinsam gegen die Leute da kämpfen. Er hat einen T-34 gegen sich, eine ISO und noch irgendwas. Und hier sieht man eben, dass er von rechts da Schüsse reinbekommt. Ne? T-34-100 steht in der Mitte. Der stand jetzt nicht hier hinten und hat die hochgeschossen, sondern eben aus der Mitte, weil von uns keiner dort aufgepasst hat. Ja, kein leichter Panzer hier, kein Medium, also der ist irgendwie weitergefahren oder... Nee, der ist tot, der ist schon gestorben, der hier stand, der hier aufgepasst hat. Und die Mitte ist total offen, Type 62, der hat das, glaube ich, auch gerade angepingt. Ja, Look Minimap hat er, glaube ich, auch geschrieben. Da ein bisschen recht hat er, ne? Aber ansonsten sind wir eigentlich so ganz gut verteilt auf den beiden Hauptlinien oben und unten. Also das ist von der Sache her schon in Ordnung und wird ihm nur gefährlich, wenn der Gegner in der Mitte hier durchdrücken würde. Aber das war halt auch nur einer und der ist jetzt tot, deswegen ist alles okay. Er kann hier, glaube ich, noch weitermachen und zieht jetzt hier auf der Seite durch, die hier oben. Das sind genug Leute und hier hinten wird es, glaube ich, nochmal interessant. Eine SU, wie angesprochen, die steht halt dort an der Stelle hinterm Stein und kann das hier verteidigen. Und er kriegt einen Schuss vom dicken Max rein, der steht in diese Richtung. Und der ist halt nicht zu sehen gewesen, der ist nicht aufgegangen. Vielleicht wegen diesem kleinen Baum, der hier vorne steht. Vielleicht steht der aber auch hinten richtig gut. Der Tiger hat ja geschossen oder einen Schuss abbekommen. Schuss abbekommen, dicker Max da hinten. Na, jetzt ist er aber offen. Er kann ihn hier anvisieren und der dicke Max fährt nicht zurück. Ne? Der Tiger schießt auch auf ihn und er hat hier so viel Zeit nachzuladen und den dann auch rauszunehmen. Also doof von ihm. Ja? Doof von ihm. Er hätte da auch zurückfahren können und versuchen, den Schüssen auszuweichen. Ja? Aber gute Position auf jeden Fall. Er hat hier zwei Schüsse reinbekommen und es hätten auch mehr sein können, wenn er nicht gestorben wäre. Und wie gesagt, die ISO, die verteidigt das da und eigentlich könnte hier noch eine Arti stehen. Ob sie das macht, weiß ich nicht. Ne? Wahrscheinlich steht sie irgendwo da hinten. Sieht man das? Muss man mal gucken, wenn er weiter fährt. Nee. Die FV, die steht da oben. Macht auch Sinn, klar. Die hat ja eine geringere Reichweite, die steht nicht da hinten drin. So, dann haben wir noch ein zweites Gefecht. Ebenfalls T29, diesmal aus der Mitte. Troll Gassim. Er fährt halt hier so eigentlich in Süden und hat dann da aber ein paar Ziele. Ne? Also wir haben einen A43, der hier vorne spottet. Cromwell B, weiß ich nicht genau, was der sich da gedacht hat. Aber ja, also irgendwie hat er da drüben ein paar Ziele. Ja? Also IS-2, dann vielleicht ein Cromwell. Ja, schön vorausgezielt. T-54 Mod 1 ist abgeprallt. Glück gehabt. Und er begibt sich hier so in Position. Er versucht da so ein bisschen zu snipen, an dem weiß ich nicht, ob das wirklich gut geht. Ich glaube, er entscheidet sich jetzt weiterzufahren, traut sich aber nicht. Ist auch gut, ne? Weil der kann ihm dann natürlich direkt in die Seite schießen, wenn er hier weiterfahren würde. Und da ist jetzt die Frage, brauchen die Leute da unten wirklich Hilfe? Ne? Das ist jetzt ein Objekt, ein AMX-50-100, also auch wieder Tier-8-Panzer. Und dem gegenüber steht jetzt hier noch ein VK-30. Also die haben es eigentlich schon gewonnen, würde ich sagen. An der Stelle, da muss er gar nicht mitfahren. Und deswegen bleibt er hier auch in der Mitte und behakt ihm hier diese Mediums, die hier in die Mitte gefahren sind. Da kann er den Indienpanzer rausnehmen, sehr schön. T-54 Mod 1 ist hier durchgefahren, geht frontal rein, obwohl er eine ziemlich gute Panzerung hat. Ja, da geht es nochmal. Okay, ja, die räumen hier beide auf. Ne? Der Medium, den rammt er jetzt hier weg und kann die Mitte nutzen, um dort den Gegner anzugreifen. Also wieder sehr schön zu sehen, wie wichtig hier diese Diagonale ist. Ja, und der Type 64, der kommt durch. Ne? Der wird cappen und da ist kaum jemand da, der dagegen was tun kann. Ne? Der Tiger P. fährt noch nicht zurück. Nee. Also T-43 und A-43. Beide fahren zurück, um den Type abzufangen. Also alles gut. Und ja, hier sehen wir ihn also noch weiter in der Mitte arbeiten. Der Süden ist gewonnen, da ist nichts mehr zu machen. Ja, die restlichen Gegner hier oben, die werden einfach aufgeraucht. Ja, und dann noch ein Beispiel aus der Mitte. Diesmal ein ELC aus Polen. Das ist wieder Ghost Dog for Fun.
Der fährt halt hier an den klassischen Spot, ne? Er kriegt doch da ein bisschen was. Er schießt sogar. Er traut sich hier auf den zu schießen, geht mit Sicherheit auf und er hat keinen sechsten Sinn. Also wir sehen keine Lampe. Und er muss sich jetzt eben zurückziehen. Und das hatte ich auch angesprochen, ne? Wenn man sich hierhin zurückzieht, man steht eben immer noch offen aus dieser Richtung dort, ne? Er kann auf den Lux schießen. Der Lux schießt auch zurück und er hat, naja, Glück. Ja, das ist nur ein Luxus und das ist eben kein anderes, dass er hier in einem Top-Tier-Gefecht ist. Also dass es nur Tier 4 und Tier 5 ist. Ein anderer Panzer, wenn das jetzt ein 600, vielleicht sogar ein 7er Medium gewesen wäre, hätte er ja deutlich mehr Probleme gehabt. Ne? Der bleibt jetzt hier eben in der Mitte. Ne? Also hier oben, da stehen ein paar, hier unten stehen ein paar gut aufgeteilt und er ist der leichte Panzer, der einfach in der Mitte aufpasst, ne, in alle Richtungen. Ne? Erst hat er hier so ein bisschen gespottet und was gemacht und jetzt bleibt er halt hier, weil es kein anderer macht. Ne? Also ist jetzt ja, nicht wirklich. Ne? Und der S-35CA, der steht da oben, aber auch offen bei drei Artis, also weiß ich nicht, wie lange der da wirklich steht. Und er bewegt sich jetzt hier so langsam in der Mitte nach vorne und ich hatte gehofft, dass er auf den Kletterspot geht, aber das macht er nicht. Werden wir gleich sehen, dass er ja, einfach von hinten an die Gegner ranfährt, dann die hier noch in der Mitte sind, den Stützwagen da hinten, und dann wird er in die Basis fahren und cappen, weil hier ist halt der Gegner durch, ne? Die hatten hier unten die Übermacht, wir konnten das nicht halten, aber hier oben sind wir durch und die Basis ist jetzt komplett offen. Vermutlich wird er hier noch die ein oder andere Arti zerstören und dann wird das Ganze gecappt. Und dann habe ich noch ein schnelles Gefecht für den Süden rausgesucht. Ja, wir sehen erstmal leichter Panzer in der Mitte zum Spotten. Unser Lux steht hier, M5 steht hier, M5 steht auch da und im Norden ist von uns keiner. Also auch nur ein M5. Tja, muss man mit leben. Ne? Er ist hier im Chinookai unterwegs, das ist Xindus. Tier 5 Gefecht und er ist hier unten mit drei Leuten. Nee, mit zwei. Also sie sind zu dritt hier unten. Und wie gesagt, im Norden ist keiner. Hier steht ein Hetzer und ein Stugdai B. Ein SAV ist hier in die Mitte gefahren. Der Schwede, der passt hier auf. Das finde ich in Ordnung. Und hier sind irgendwie zu viele Leute in der Mitte. Ne? T28 fährt jetzt weiter. Lago fährt zurück, macht aber auch nicht wirklich den Eindruck, als wenn er mit hier runterkommt und der Rest steht da so rum. Und wir haben halt hier niemanden entdeckt. Ne? Also es kam hier keiner. Jetzt ist die Frage, was ist denn hier noch? Hat er nicht richtig gespottet? Hat er nicht die Sichtweite, der kleine M5, der jetzt hier war? Da muss man jetzt sehen, was hier ist. Ne? Also er kämpft jetzt hier gegen den OI allein und sieht, okay, Churchill 3 ist auch hier. Der ist jetzt sozusagen schon durch. Das ist eine Überraschung gewesen. Der ist hier nicht gespottet worden. Vielleicht ist er eben auch ganz hinten gefahren. Aber der OI hier, den können die schon mal rausnehmen. Das ist ziemlich wichtig gewesen. Und hier oben haben sich die Leute entschieden, da mitzuhelfen. Der Lago, der jetzt hier stand, der fährt oben mit dem Stuck zusammen und will hier den Panzer 3J aufhalten. Das finde ich in Ordnung, ne, dass die Leute reagiert haben. Der Hetzer, der steht weiterhin hier. Ob der da schon was gemacht hat, weiß ich nicht. Die anderen Mediums, die noch fehlen, die sind hier lang gefahren und sind dann hier abgebogen. Ja, weiß ich nicht warum. Ne? Die sagen, oh ja, lass mal den Panzer 3J da alleine machen. Wir fahren lieber hier in die Mitte. Ist eine komische Sache, dass die sich da dafür entschieden haben. Aber für uns ist das eigentlich kein Problem, weil wir haben jetzt hier die Ecke gewonnen und die anderen beiden, die gammeln da hinten rum. Ne? Die hätten eigentlich schon mitkommen müssen, aber andererseits können die da ganz gut den Churchill in Schach halten, während er hier oben einen nach dem anderen da unten wegnascht. Ne? Also Matilda verschießt, so, der macht es hier eigentlich ziemlich gut. Ne? Also nach dem Schuss immer so ein bisschen bewegen, so kleines Stückchen zurückfahren, ne? Sodass der Gegner halt nach Möglichkeit verschießt und hat einen Marder 38T noch auf ihn geschossen. Der wird ja auch hier stehen. Muss er ja, ne? Der wird wahrscheinlich hier schon über die. Obwohl, dann würde eigentlich die Arti ihn gesehen haben. Doch, da ist er. Und steht da unten. Der steht oben, ne? Glaube ich schon. Oder er ist unter der Brücke lang mit den anderen. Na, jedenfalls hilft ihm das jetzt auch nicht mehr. Oh, dieses Gefecht hier wird gewonnen. Und ja, also man muss halt schon so auf allen Wegen irgendwie präsent sein oder eben, wie wir es auch schon gesehen haben, dann eben die Querfahrt hier nutzen, wenn es auf der einen Seite von unserem Team aus zu dünn aussieht. Und dann haben wir da hinten noch, leider nicht im Bild gesehen, weil ich gerade auf die Minimap geguckt habe, den Spot der Arti gehabt, die da oben auf dem Berg
Kamm steht. So, das war's mit den Taktiken für diese Karte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und nochmal der Hinweis, Infokarte oben rechts, da findet ihr auch den Link zu Oheas Video. Der macht immer die andere Seite der Karte. Und die Erinnerung unten, Kommentare einfach reinschreiben, wenn ihr eine andere Karte sehen wollt. Dann behandeln wir die als nächstes. Für heute war's das erstmal. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.